hallo, herzlich willkommen bei uns auf dem Apfelhof. Ich bin der Philipp und das ist die Harriet, meine Frau. Hallo. Unser Hund, die Lia, liegt hier unten. Wir wollten euch heute mal den Apfelhof vorstellen und unser Tiny House, ein kleines Blockhaus, in dem wir jetzt gerade zusammen leben. Das ist im Prinzip unser kleiner Wohnraum hier. Ist alles in einem Raum untergebracht. Es gibt hier hinten ein sehr schönes großes Bett. 2 Meter auf 1,80 Meter. Kleines Regal. Schön viel Stauraum, auch unterm Bett. Ist auch total wichtig, dass in dem kleinen Raum dann eben alles Platz findet und auch alles gut ausgenutzt ist, was man eben machen kann. Also Stauraum ist eigentlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Geheizt wird hier mit dem Ofen, das heißt, das ist unsere Wärmequelle für den Winter. Hat sogar einen kleinen Backofen. Genau, hier kommt dann das Holz rein und ist schönes Anmachholz. Und damit wird im Winter eben gekocht. Jetzt sind es draußen 30 Grad, deswegen ist der jetzt aus und wir kochen jetzt zurzeit eben auf dem Elektroherd und brauchen natürlich keine Heizung. Dieses Fenster ist extra so rum hier angebracht, dass es so ein bisschen wie so eine Dunstabzugshaube funktioniert. Das ist total genial. Also wenn man jetzt hier eben Nudel kocht, dann zieht das ganze Wasser raus und man vermeidet eben so viel Feuchtigkeit hier drin. Das Thema Feuchtigkeit ist ja bei Wohnmobil und kleinen Häuschen und so ist ja immer ein großes Thema oder Bauwegen. Und das Häuschen hier ist eben so ein Blockhaus, was aus Blockbohlen gebaut ist außen. Also es ist keine Isolierung, sondern das sind 12 cm starke Seitenwände, die dann außen eben nochmal so eine Dampfsperre unterspannen waren und dann die Außenverschalung drauf haben. Und Boden und Decke ist gedämmt mit Handwolle. Somit ist es alles sehr natürlich von den Materialien her. Sehr gutes Raumklima. Das Holz kann eben sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen, speichern und wieder abgeben. Deswegen ist es überhaupt kein Problem, hier drin auch im Winter zum Beispiel zu leben, zu kochen, Wasserkocher anzumachen. Das kennt man ja vielleicht auch aus dem Wohnmobil, dass es schnell auch ein Problem ist, wenn man dann vor allen Dingen auch dauerhaft die Dinge benutzt. Und wie gesagt, wohnen wir jetzt eben seit 2 Jahren hier oben und es gibt keine Probleme in irgendwelchen mit Kältebrücken, Ecken, die irgendwie feucht sind oder so. Ist alles wirklich ein wunderbares System und sehr, sehr einfach. Funktioniert ganz toll. Das Leben in dem kleinen Raum, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Es ist natürlich super schön, dass man so eng und viel zusammen ist und sich alles teilt. Und klar hat man da auch wenig Raum zur Verfügung, wenn man sich mal aus dem Weg gehen will, aber dann muss jeder seine Möglichkeiten irgendwie finden, wie man dann auch mal für sich sein kann. Und also was ich besonders wichtig finde und auch auffallend ist, dass es eben sehr deutlich wird, was man halt eigentlich wirklich so braucht im Alltag, weil der Platz ist einfach sehr begrenzt und Dinge, die man selten in die Hand nimmt, die werden auch schnell dann weggepackt irgendwann, weil die dann einfach den Platz sonst unnötig belegen. Und man muss sehr ordentlich sein. Die Küche ist sehr klein, also wenn man nicht alles gleich wieder abspült und wegräumt, dann ist eigentlich sofort nichts mehr zu benutzen. Das heißt, alle Dinge, die da sind, die sind wirklich sehr, die haben sehr viel Bedeutung und die muss man auch sehr achtsam eben behandeln. Ansonsten versinkt man da schnell im Chaos. Und da muss man sich vielleicht ein gutes System irgendwie überlegen, wie man trotzdem halt mit all den Bedürfnissen halt so im Alltag dann klarkommt auf so kleinem Raum. Das ist unsere kleine Küchenecke. Die war so eben auch schon hier im Blockhaus mit dabei, genauso wie das wunderschöne Regal, was ihr gerade gesehen habt. Auch diese super natürlichen, schönen Regalbretter sind mit dazugekommen. Was wir selber noch nachträglich jetzt an unsere Bedürfnisse angepasst haben, ist eben ein fester Wasseranschluss. Ursprünglich war das eben so gedacht, dass hier diese alte Emailschüssel einfach ausgeleert wurde. Im Prinzip mit einem kleinen Wasserbehälter nebendran konnte man sich die Hände waschen und das Wasser eben einfach ausleeren. Aber dadurch, dass wir eben hier das ganz fest installiert haben und auch die Möglichkeit hatten, das jetzt an einen Kanal anzuschließen, konnten wir eben hier einen ganz festen und normalen Wasserhahn anschließen mit Warm- und Kaltwasser. Es gibt hier so einen kleinen Boiler. Der reicht vollkommen aus für 2 Leute, genügend warmes Wasser bereitzustellen, total einfach zu installieren, kostet auch nicht viel. Und ansonsten haben wir uns hier für so ein offenes Küchenregal entschieden.
weil wir eben auch nicht viele Dinge haben. Wir haben hier einen kleinen Kühlschrank. Der ist immer ziemlich voll, weil er nicht so groß ist, aber es reicht trotzdem eigentlich perfekt aus, um die Dinge jetzt hier im Sommer gut zu kühlen. Im Winter braucht man natürlich gar keinen und ist auch ein sehr tolles Teil. Seit circa 10 Jahren leben wir schon zusammen und in verschiedenen Wohnungen in Darmstadt, Freiburg, mehrere Jahre Berlin. Und das war eigentlich immer eher kleiner Wohnraum, den wir uns so leisten konnten, dann, wenn wir irgendwo zur Miete in einer WG oder so waren. Und eigene Projekte, haben VW-Bus, waren wir mehrere Monate unterwegs in Marokko und Spanien und das war so der erste gemeinsame Busurlaub irgendwie. Und dann haben wir eben 1,5 Jahre nach meinem Studium damals auf dem Segelboot gelebt. Das haben wir auch selbst ausgebaut und waren damit im Atlantik unterwegs und haben da eine riesen Segelreise gemacht. Und danach sind wir quasi wieder so ein bisschen zu dem LKW gekommen. Es war dann ganz nett, wenn man auch mal ohne Ankeralarm schlafen konnte. Wir konnten eben das Blockhaus jetzt auch an einen Kanal anschließen. Das heißt, wir haben eben auch eine ganz normale Toilette mit Wasseranschluss, was natürlich sehr komfortabel ist. Hier hat man noch ein bisschen Stauraum, was natürlich auch wichtig ist. Die Dusche, die gibt es hier draußen. Einfach so eine ganz normale Gartenduschbrause aus dem Baumarkt angeschlossen. Funktioniert wunderbar. Das ist ein weiterer Typ von den Blockhäusern vom Philipp. Andere Außenverschalung, einfach nur ein anderes Design. Wir haben jetzt, das ist Lärche, braucht nicht behandelt werden, verkraut so ein bisschen, genauso wie bei dem Blockhaus, was wir eben gesehen haben. Das ist eben dasselbe Holz. Das ist jetzt noch ganz neu, ist vor ein paar Tagen erst hier geliefert worden. Und hier unten sieht man auch ganz gut diese Wechselbrücke. Das ist eben dieser Metallrahmen, der dem Ganzen die Stabilität gibt, auf dem dann der Holzaufbau drauf gebaut ist. Wir wollen diese beiden Blockhäuser im Prinzip auch anderen Menschen zur Verfügung stellen, die hier übers Wochenende vielleicht mit Kindern hier herkommen können mal draußen sein, mit Tieren zusammen sein, an der Feuerstelle abends sitzen, die dann aus der Stadt kommen. Und das ist im Prinzip auch so ein bisschen die Idee, weshalb wir jetzt ein zweites Blockhaus eben noch gekauft haben, weil es so gut nachgefragt war jetzt eben im letzten Jahr, dass wir einfach entschieden haben, okay, das wollen wir ausbauen. Genauso wollen wir das auch an interessierte Menschen zur Verfügung stellen, sowas mal Probe zu wohnen. Wenn man einfach mal in einem Tiny House Luft schnuppern möchte, kann man eben bei uns mal herkommen, kann sich zwischen den beiden Blockhäusern, die sich auch ein bisschen unterscheiden, dann eins raussuchen, kann hier 1-2 Tage bleiben. Oder Work and Travel und Woofing Interessierte können wir auch eben hier damit willkommen heißen. Meine Motivation für dieses Projekt und auch für das Leben in den beiden Blockhäusern jetzt oder auch so eine Jurte hier aufzustellen, ist eben, dass ich eben selber schon viele Erfahrungen sammeln konnte mit in verschiedenen Wohnräumen auszuprobieren. Ich habe jetzt einfach beschlossen, das auch an andere Menschen halt weiterzugeben. Das heißt, wir wollen jetzt wirklich das, was ich und auch wir hier von unserem Projekt, was uns privat so begeistert, halt auch an viele andere Menschen weitergeben. Also viele Jugendliche, mit denen wir jetzt hier zu tun haben, kommen aus der Stadt und kennen das kaum, am Feuer zu sitzen, am Feuer zu kochen, draußen zu schlafen, in Zelten zu schlafen oder eben auch erwachsenen Menschen die Möglichkeit zu geben, mal so ein Blockhaus zu mieten und so eine Erfahrung vielleicht auch mit Kindern dann zu machen, dass man hier ein Wochenende verbringt. Also das ist eigentlich so meine Motivation, die jetzt hinter dem Projekt steht. So sieht unsere Jurte jetzt von innen aus. Also die ist nicht isoliert. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum wir sie eben im Winter abbauen. Aber so von Februar bis November ist eben so auch gut zu nutzen. Geheizt wird eben hier mit einer Feuerstelle. Es gibt zum Beispiel ein schönes Programm, das weiß ich jetzt, dass zum Beispiel die GLS-Bank Kredite vergibt, so Mikrokredite, auch für eben Menschen, die vielleicht keine Sicherheiten vorweisen können, also die jetzt kein Kapital eigentlich zur Verfügung haben. Die können eben durch Partner wie die GLS-Bank dann, können die sich einen Bauwagen finanzieren und können sich selbst im Prinzip durch eine Mietzahlung zu einem eigenen Besitz
einen eigenen Wert schaffen im Prinzip durch und können so raus aus Mietverhältnissen, raus in die Natur und ins selbstbestimmte Leben. Aber diesen Schritt, den muss man halt machen.